An diesem Wochenende ist Traber-Derby in Berlin-Mariendorf und für jeden, der irgendwie dabei ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sich schon mal einen Namen zu merken. Das ist Garnistar, ein Hengst, der in Berlin zu Hause ist und der hat auch schon viele überrascht. Ja, innerhalb von nur 2 Jahren ist aus dem eher unscheinbaren kleinen Fohlen ein richtiger Traber-Star geworden, der sogar Derbys, also die Champions League im Traber-Rennsport gewinnen kann. Und das hätte ihm bei seinem Start in sein Leben niemand zugetraut. Das ist eine Geschichte, die filmreif ist. Ein Rennstall in Brandenburg, eine Koppel in Mietgendorf bei Ludwigsfelde. Das ist Garnistar, 3 Jahre alt. Der Bursche hat Temperament in den Hufen. Und wenn er richtig gut drauf ist, galoppiert der Traber auch. Also ich denke, er ist auch mehr ein Angeber. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen, dass er so über der Koppel fegt. Also er sah gut aus. Das war nicht immer so. Mit einem Jahr war Garnistar klein und wenig muskulös. Auf einer Auktion interessierte sich niemand für ihn. Einzige Ausnahme, 2 Rennstallbesitzer aus Berlin-Reinickendorf. Ja, das habe ich dem jungen Mann zu verdanken. Das ist der Verrückte von uns beiden, der Verrücktere, glaube ich, von uns beiden. Er hatte mehr Fantasie als ich zu dem Zeitpunkt. Das war ein Bauchgefühl, da spielt das Herz eine große Rolle. Die Optik von dem Pferd, einfach alles. Das kann man so nicht beschreiben. Das ist einfach, in dem Moment passt es und dann nimmt man den Kerl mit. Gesagt, getan. Die Zügel in der Hand. Trainer Mike Esper war jahrelang in Italien aktiv. Nun arbeitet er in Brandenburg. In der Natur des Fläming brachte der 41-jährige Garnistar zu Größe und Masse. Ich wusste, dass das ein großes Pferd wird und dass er viel Zeit braucht. So, aber dass er so schnell geht, hatte ich nicht gedacht. So schnell, dass er sich zu einem Seriensieger entwickelte. Und auch im Mai auf der Rennbahn Mariendorf einen Startzielsieg hinlegte. Der marschiert da vorne. Eine eindrucksvolle Vorstellung von diesem Berliner Dreijährigen. Und Mike Esper auch zum zweiten Mal im Trial 2A. Garnistar, ganz, ganz überzeugender Sieger. Also was in dieser relativ kurzen Zeit aus diesem Tier geworden ist und was für eine Erscheinung das geworden ist, und da können wir wirklich nur dem Mike Esper danken dafür, dass er für seine hervorragende Arbeit und das ganze Team natürlich, was sie geleistet haben. Alle lieben Garnistar. Auch Pflegerin Katja Neudeck hat die Entwicklung ihres Lieblings vom Pferdezwerg zum Modelltraber in den vergangenen 2 Jahren miterlebt. Von Anfang an war das so mein Pflegepferd. Ich habe ihn eigentlich auch so wirklich sehr gerne. Er ist halt ein sehr verspieltes Pferd, aber hat ihn total ins Herz geschlossen. Morgen beginnt die Derbywoche in Mariendorf, Deutschlands wichtigstes Traberrennen. Und dann wird sich zeigen, ob Garnistar das Zeug zum Derbysieger hat.